In der Troposphäre, in 10 Kilometern Höhe, fließt warme Luft vom Äquator Richtung Nordpol. Dabei wird der Wind durch die Erdrotation nach Osten abgelenkt. Hohe Temperatur- und Druckunterschiede zwischen beiden Gebieten verursachen Windgeschwindigkeiten bis zu 500 Kilometern pro Stunde. So entsteht der Jetstream, eine starke Westwindströmung zwischen dem 40. und 60. Breitengrad. Gut zu sehen auf dem Satellitenbild über Kanada. Der Jetstream ist eine Autobahn für Flugzeuge, zum Beispiel auf dem Weg von New York nach Frankfurt. Sie fliegen erst einmal weit nach Norden, um diesen gewaltigen Rückenwind zu nutzen. Trotz des Umweges verkürzt sich die Flugzeit um rund eine Stunde. Die magische Kraft, die den Wind nach Osten ablenkt, heißt Corioliskraft. Verantwortlich für diesen Effekt ist die Erdrotation. Wenn man einen Punkt am Äquator mit einem weiter nördlich vergleicht, sieht man, dass beide in der gleichen Zeit verschieden lange Strecken zurücklegen, also unterschiedliche Bahngeschwindigkeiten haben. Weht ein Wind vom Äquator Richtung Nordpol, behält er seine höhere Bahngeschwindigkeit bei. Die Differenz beider Strecken ist also der Betrag, um den der Wind auf seinem Weg nach Norden der Erdrotation vorauseilt. Diese Ablenkung ist also die Corioliskraft. Am Äquator ist sie gleich null und wird Richtung Pol immer größer. Das Gleiche gilt auch für die Südhalbkugel. Ein drehendes Kinderkarussell verdeutlicht den Effekt. Bei dem Versuch, den Ball vom Rand zur Mitte zu rollen, erfährt dieser eine deutliche Ablenkung.